Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich dir, wie du in der Yeet World in Pet Simulator X beim Heatepad Update am weitesten auf dem Leaderboard kommen kannst. Und da muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Ihr seht da oben, die Heatepad Round endet in 2 Minuten und das ist ziemlich wichtig dafür. Das allererste ist natürlich, ihr braucht gute Pads, das ist klar. Je besser eure Pads sind, desto weiter könnt ihr sie werfen. Daran kann man nichts ändern, das ist einfach eine Realität. Aber während so einer Heatepad Round, die hier läuft, könnt ihr eure Pad-Stärke erhöhen. Wie ihr seht, habe ich 181 Millionen Strength, während meine Base-Strength bei 178 Millionen ist. Das liegt daran, weil ich hier die ganzen Orbs einsammle. Und damit ihr mehr Orbs einsammeln könnt, ist das erste, was ihr bei der Upgrade-Maschine auf jeden Fall kaufen solltet, Yeet Orbs Reach. Weil dann müsst ihr nicht mehr so nah an die Orbs rangehen. Ihr seht, die Orbs kommen zu mir, wenn ich hier laufe. Und dann geht es natürlich sehr viel schneller, die Orbs zu sammeln. Natürlich müsst ihr zwischendurch auch immer mal wieder yeeten. Und könnt dann einfach mal so ein bisschen mit eurer Tastatur herumlaufen. Ich weiß nicht, ob das auch am Handy geht, dass ihr jetzt laufen könnt, während ihr yeetet. Vielleicht geht das nicht, ich weiß es nicht. Aber ich kann auf jeden Fall laufen. Und ihr seht da unten, dass meine Orbs auch ein bisschen hochgehen, weil ich immer noch welche einsammle währenddessen. Weil ich einfach herumlaufe. Manchmal laufe ich irgendwo in eine Wand rein und ich bin auch schon mal stecken geblieben in der Bank. Aber das ist so der Way to go, wie ich das hier spiele. Jetzt bin ich hier hinten hängen geblieben, kann aber hier wieder einsammeln. Das solltet ihr nach jedem Yeet einmal machen. So viel Orbs einsammeln, wie ihr könnt. Weil die Orbs sind eure höchste Priorität. Ihr müsst die Upgrade-Maschine voll machen. Das erste, was ihr macht, ist Yeet Orbs Reach. Dann würde ich sagen, More Strength from Orbs ist auch sehr wichtig, weil damit bringen euch die Orbs dann mehr Stärke, wenn ihr sie einsammelt. Und zumindest bei den letzten Leveln, die ich gemacht habe, war es immer ungefähr doppelt so viel Stärke wie davor. Das bedeutet, es lohnt sich ordentlich. Weil ich wäre jetzt nicht bei 182 Millionen, ich wäre jetzt einfach schon bei 186 Millionen oder 85, ich kann nicht rechnen, ich kann kein Mathe, Leute. Unterkomplex. So, 13 Sekunden, den letzten Yeet nehme ich mit, weil ich habe einen Critical Yeet bekommen und das ist das nächste, worauf ihr gehen solltet. Critical Yeets. Und dafür braucht ihr Glück, um weiter werfen zu können. Ihr seht, ich habe jetzt einen neuen Rekord, 2,85 Millionen. Ist relativ weit, aber geht natürlich sehr viel weiter. Auf dem Leaderboard sind jetzt, wo ich das hier aufnehme, ja schon Leute mit 105 Millionen, aber davon braucht ihr euch nicht unterkriegen lassen. Natürlich sind da viele Leute drauf, die einfach nur krasse Titanic-Pads, Full-Teams haben. Aber die brauchen ja auch ein starkes Base-Pad. Bei mir ist das Base-Pad hier 322 Q stark und es könnte besser sein, weil es ist ja immer noch ein Hotdog. Pads-Farmen, da kommt man nicht dran vorbei. So, ihr seht, die Runde ist vorbei. Meine Strength ist wieder bei 178 Millionen runtergefallen. Dementsprechend müsst ihr halt wirklich die Runden optimal nutzen und kurz vor Ende so einer Runde nochmal werfen, damit ihr einfach die Chance habt, möglichst weit zu werfen mit der ganzen Strength, die ihr zusammenbekommt. Konntet. Und ich fahre jetzt noch einmal kurz, bis ich die 3000 Dinger voll habe, damit ich endlich die Max Orb Reach habe. So, 3000 habe ich jetzt. Das heißt, ich gehe zur Maschine, gehe dann auf Yeet Orbs Reach. Bap ist jetzt maxed. Und jetzt laufe ich hier und ihr seht, auf diese Distanz, von hier bis hier, sammle ich die Orbs schon ein. Das heißt, wenn ich hier einfach in der Mitte stehe, kommen Orbs einfach schon automatisch zu mir. Und ihr könntet theoretisch so ein bisschen AFK farmen. Ihr könntet theoretisch, auch wenn ihr einen Autoklicker habt, euch hier hinstellen und die ganze Zeit den Autoklicker einfach laufen lassen. Farmen nebenbei ein bisschen AFK. Wenn eure Orbs Reach hoch ist, dann geht das auf jeden Fall. Ich bewege mich gerade nicht, habe währenddessen schon 3 Orbs eingesammelt. Jetzt habe ich noch mehr Orbs eingesammelt, 86 habe ich schon. Und ich habe mich nicht bewegt in der Zeit. Ist nicht optimal, aber so kann man auf jeden Fall ein bisschen AFK farmen. Und dann geht es natürlich noch darum, eure Pets zu verstärken. Und eine Möglichkeit, bessere Pets zu bekommen, ist natürlich die Event-Pets zu nutzen. Bei Pets im Lotto Events gibt es immer Event-Pets, die immer die stärksten Pets sind, die man sich vorstellen kann. Aber man muss es tatsächlich durchspielen. Das heißt, ihr müsst hier schon einige Male gejeetet haben, bis ihr euch erstens diese Eggs leisten könnt und euch dann vor allem die hier leisten könnt. Und ich habe gehört, diese Eggs sind dann auch noch sehr, sehr teuer. Also kommt das vielleicht gar nicht so schnell in Frage. Aber ihr seht, hier gibt es sogar Huge Pets. Die Chance liegt natürlich wahrscheinlich wieder bei Null, sie zu bekommen. Aber man könnte sie theoretisch bekommen. Ich schlage euch vor, dass ihr einfach hier von diesen Eggs ein paar hatcht ab und zu. Vielleicht kriegt ihr ein paar Mythicals. Und wenn ihr Mythicals bekommt, wäre es optimal. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier ein Mythical ist. Es sieht sehr mythisch aus. Aber Mythicals sind sowieso immer sehr, sehr gut. Und wenn ihr die dann irgendwie auf Dark Matter bekommt, dann sind die extrem stark. Und machen euer Team nun mal auch entsprechend stärker.
Ich jeete jetzt noch einmal hier. Drone Flashbang. So, und sammle natürlich nebenbei ein. Ihr seht da unten, meine Zahlen gehen hoch. Ich sammle ein. Oh, ich bin in eine Bank gelaufen. Ich bin schon wieder in eine Bank gelaufen. Ich glaube, die Orientierung, während man so wirft, die ist nicht so richtig da. Ich habe kein Gefühl, wo ich hinlaufe. Ich drücke einfach die ganze Zeit auf WASD random rauf. Und es funktioniert irgendwann auch. Wow! Okay, jetzt sammeln wir hier noch ein paar Orbs ein. Ich habe schon wieder 180 Millionen Stärke. Und sobald ich es mir leisten kann, gehe ich dann natürlich auf More Strength from Orbs. 750 würde es mich kosten. Ihr könnt dann später natürlich higher Yeet Egg Luck. Solltet ihr auf jeden Fall machen, bevor ihr hier die Eggs hatcht. Better Egg Prices sowieso, bevor ihr die Eggs hatcht. Aber ich hatche die Eggs noch nicht. Wenn ihr die Eggs jetzt schon hatchen wollt, weil eure Pets nicht so stark sind, dann geht natürlich zuerst auf die beiden Sachen hier oben. Und wenn ihr dann soweit seid, die ihr Sachen alle gemaxt habt, dann maxt ihr Critical Yeet Chance. Weil die Critical Yeet Chance ist sehr wichtig halt, um möglichst weit zu yeeten. Und vor allem gibt es nicht nur Critical Yeets, es gibt sogar, ich weiß gar nicht mehr, ich habe vergessen, wie sie hießen, aber es gibt noch krassere Yeets, die super selten sind. Ich weiß nicht, ob ihr die Chance damit auch erhöht. Ich hoffe mal schon. Wenn nicht, wäre es ein bisschen komisch. Aber auf diese Yeets solltet ihr dann gehen. Wenn eure Pets wirklich sehr stark sind, ihr eure Base Strength stark erhöht habt, indem ihr hier einfach schön Orbs eingesammelt habt, am Ende der Runde seid, dann immer werfen, werfen, werfen. Da hinten, da war die Fantasy World. Ich hab's doch gesagt, hier ist die Fantasy World irgendwo. Ah, ich sehe sie nicht mehr. Na, diese Strecke hier läuft übrigens durch die Fantasy World durch. Das habe ich gestern im Livestream herausgefunden. Beziehungsweise für euch vorgestern im Livestream herausgefunden. So. Nein, Super Lucky ist mir egal. So, jetzt nochmal ein paar Orbs einsammeln. Habe ich eben vergessen beim Werfen. So, und jetzt geht's wieder ab. Und weil meine Orbs-Reach so hoch ist, muss ich halt wirklich nur einmal schnell durchgehen, sammle die direkt ein und kann dann das nächste Upgrade kaufen. Eben haben sie mir 6000 Stärke gebracht und jetzt bringen sie mir 12,5000 Stärke pro eingesammelten Orb ungefähr. Und das ist natürlich geil. Jetzt geht's noch mal doppelt so schnell hoch mit meiner Base Strength. Dementsprechend merkt ihr, das lohnt sich wirklich, diese Updates hier zu kaufen. Bei anderen Upgrades hat man es nie so richtig gespürt, aber hier spürt man es schon. Also das ist im Grunde der Weg, um hier möglichst weit voranzukommen. Holt euch gute Pets. Ihr könnt vielleicht auch zum Trading Plaza gehen, euch da noch gute Pets kaufen. Wäre auch eine Option, wenn ihr die Gems dafür habt. Ich habe natürlich das Glück, dass mein Team komplett aus Huge Pets besteht. Aktuell gibt es auch einen Bug. Der wurde auch noch nicht gefixt. Vielleicht sollte es auch so sein, dass meine Pets, wenn ich kein normales Pet equipped habe, bei 25.000 Stärke gecapped sind. Das ist voll dämlich. Dementsprechend kann ich kein Full Team aus Huges haben, sondern muss immer mindestens ein normales Pet dabei haben, damit sich dann meine Huge Pets und mein Titanic Pet da entsprechend anpassen. Apropos Titanic Pet, wenn du Bock hast, mein Titanic Pet zu gewinnen, das wird aktuell verlost. Die Verlosung dauert noch ungefähr 2 Wochen und findet auf meinem Discord-Server statt. Kannst gerne meinem Discord-Server joinen, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und mit etwas Glück bekommst du mein Titanic Pet. So, genug Intervention, ich sammle hier nochmal ein bisschen was ein. Die Runde hat eben auch geendet, deswegen wurde jetzt alles wieder resettet, aber das ist nicht so schlimm. Und wie gesagt, wenn ihr dann bessere Pets braucht, am besten diese Eggs hier kaufen, aber teuer, teuer, teuer. Ich habe gerade mal 3B, brauche 10B, um sie freizuschalten. Ich glaube, die Eier an sich kosten irgendwie so 2B normal. Sehr, sehr teuer. Aber je weiter ihr yeeten könnt, desto mehr bekommt ihr auch von dieser Yeet-Währung. Und desto mehr könnt ihr euch auch leisten. Das bedeutet, das ist einfach ein Spiel, das geht graduell nach oben. Man muss sich hochleveln, wie in jedem Roblox-Simulator. Das kennt man ja eigentlich. Aber eine Sache sollte euch klar sein. Wenn ihr kein Full-Team aus Titanic-Pets habt und keine super krassen Pets habt, ist eure Chance, hier in den Top 100 zu landen vom Leaderboard, wahrscheinlich sogar in den Top 1000, super gering. Weil es gibt ja super viele Pets im Lotte-X-Spieler, die so viele 1000 Euro hier reingesteckt haben, dass sie einfach unschlagbar sind. Pet Simulator X ist und bleibt nach wie vor ein Pay-to-Win-Spiel und dieses Leaderboard ist leider rigged. Die krassen Pets, die man hier gewinnen könnte, die bekommen sehr wahrscheinlich leider nur die Leute, die sowieso schon die krassesten Pets haben. Das finde ich schade, aber das ist wahrscheinlich auch im Interesse von Preston, weil er möchte natürlich, dass seltene Pets trotzdem noch selten bleiben und Leute, die seltene Pets haben, die geben sie in der Regel nicht so unbedingt gerne her. Wenn jetzt arme Spieler die ganze Zeit seltene Pets bekommen würden, dann würden die ihren Wert verlieren. Und das möchte Preston ja auch nicht, weil er verdient ja auch noch Geld damit, dass die Pets selten sind. Und vor allem, dass sie teuer sind, was Gems angeht, ne? So, ich habe jetzt, glaube ich, genug Oh, ich habe 183 Millionen! Lol! Das geht wirklich viel schneller. Und, oh, das habe ich ganz vergessen, Orbstorm-Event, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Ihr solltet auf jeden Fall auf einem öffentlichen Server farmen, deswegen bin ich gerade auch auf einem öffentlichen Server, weil da die Chance höher ist, dass das Orbstorm-Event schneller kommt. Und dann seht ihr, hier kommen hier richtig viele Orbs gespawnt
Es läuft jetzt noch 1:13 und das werde ich natürlich mitnehmen. Wir spawnen so viele Orbs, ich sammle die alle ein. Meine Strength geht so hoch, meine Orbs gehen vor allem so hoch. Ich kann jetzt einfach mal schnell hier das nochmal machen, damit meine Strength noch höher geht. So, und einfach sammeln, sammeln, sammeln. Solange wir das noch haben, 1 Minute lang werden die Orbs jetzt 5-mal so schnell spawnen. Und die hier natürlich auch alle einsammeln. Immer schön in alle Ecken gehen, damit man keine Orbs übersieht. Das ist super geil mit dem Orbstorm-Event. Und die meisten Spieler stehen da vorne und kriegen es nicht mal mit. Ich hab's auch vergessen. Ich bin extra auf den öffentlichen Server gegangen, um euch das zu sagen. Zum Glück ist es noch passiert, sonst hätte ich vergessen, das in dem Video zu erwähnen. Das Orbstorm-Event lohnt sich richtig. Vor allem halt, um die ganzen Upgrades zu bekommen. Weil ihr bekommt ja nicht nur viel Pet Strength dazu für diese Runde, sondern auch ganz viele von diesen Orbs hier unten rechts, die ihr benutzen könnt, um euch weitere Upgrades zu kaufen. Super geil. Und vor allem, weil ich so viel Reichweite habe, kann ich das Orbstorm Event jetzt richtig gut nutzen. Ich muss ja nicht in jede einzelne Ecke fahren. Ich muss im Grunde hier nur im Kreis fahren und nehme das Orbstorm Event automatisch mit. Das ist super geil. Noch 5 Sekunden. Die 5 Sekunden nehme ich mit. Wir nehmen hier alles mit. Alles, was geht. So, einfach 1300 Orbs. Ich habe gerade eben schon 1000 Orbs ausgegeben. Ich habe eben 1000 Orbs ausgegeben, aber jetzt schon wieder 1300. Das ist unfassbar. Okay, jetzt ist das Orbstorm-Event wieder weg. Und ich yeet jetzt noch einmal. Critical Yeet, oh mein Gott. Mit 198 Millionen Stärke. Wie weit werde ich es heute schaffen? Komm, jetzt muss ich aber mal die 3 Millionen schaffen. Ich schaffe die 3 Millionen so locker. Oh mein Gott, 3 Millionen. Da sind sie. Na gut, ich unterschätze das immer. Sobald man unten aufkommt, wird man stark abgebremst. Aber 3,16 Millionen. Neuer Rekord. 94 Millionen von den Yeet-Coins dazu bekommen. Jetzt natürlich nochmal Orbs einsammeln. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe wieder genug Orbs für das nächste Upgrade. Ich habe nicht geguckt, wie teuer es ist, aber 1500 müsste es doch sein. Ja, genau. Das nächste wäre 3000. Das dauert natürlich schon sehr viel länger, das zu farmen. Aber seht mal, ich kriege 100.000 dazu. Oh mein Gott, 100.000 Strength kriege ich einfach dazu pro Orb, den ich einsammle. Das lohnt sich ja sowas von fett. Also Leute, es ist einfach Farming. Man kennt es aus Pet Simulator. Aber da es ein neues Spielprinzip ist, ist es halt nicht mehr ganz so langweilig. Es wird bestimmt mit der Zeit langweilig. Aber es ist ein Event und Events kommen und gehen. Und genauso sollte ein Event in einem Spiel sein. Ein neues Spielprinzip einführen, das Spaß macht, das Abwechslung reinbringt. Natürlich ist es grindy und ja, man kriegt wahrscheinlich nichts Krasses. Aber man hat Spaß an dem neuen Spielprinzip und vor allem kann man wieder gute Pets bekommen. Auch wenn man auf dem Leaderboard nicht in den Top 1000 landet, hat man ja trotzdem Event-Pets, die man farmen kann. Mit einer neuen Methode, die mehr Spaß macht. Und das ist doch geil. Darauf kommt es auch an. Ich habe schon wieder 185 Millionen. Die Runde hat gerade erst angefangen. Unfassbar. Okay, bruh. Okay, 2,39 Millionen mit der Stärke, die ich jetzt hatte, ist stabil. Ich sammle noch ein paar Orbs ein. Und wenn ich noch irgendwas vergessen habe, was ich hätte sagen sollen, wie ihr schneller farmt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn jemand einen sehr guten, ausführlichen Kommentar schreibt, wird er natürlich angepinnt. Und vergesst nicht, auf meinen Discord-Server zu kommen, um meine Titanic Hologram Cat zu gewinnen. Einer wird sie gewinnen. Beim nächsten Pet Simulator X Update wird die Verlosung aufgelöst. Ich würde sagen, viel Erfolg. Das war's jetzt auch mit dem Video. Hier ist das nächste Video. Kannst du gerne anklicken, wenn du möchtest. Bis dann und ciao!